Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir eine etwas größere Tour und zwar geht's mit der Honda und der Ela oder der Ela und der Honda zur Mosel. Wir haben schon ein kleines Stück zurückgelegt und wollen einfach mal sehen, wie es da so ist. Ich war ja schon öfter da, die Ela glaube ich nur einmal bis jetzt. Und haben echt einen schönen Tag erwischt heute, also Bombenwetter ideal. Und ja, da wollen wir mal sehen, was wir da so alles zu Gesicht kriegen, ne? Dann legen wir mal los. Ist ja echt eine tolle Gegend. Ich mag das sehr da mit den Weinbergen und den verschiedenen Burgen, die es da gibt. Die schönen Aussichten. Das ist immer wirklich sehr, sehr idyllisch. So, Ela sitzt. Dann legen wir mal los. Ja, die Route hierhin hat uns durch einige größere Baustellen geführt. Das war jetzt nicht so toll. Da ist ja doch recht warmes Wetter, 26 Grad. Und da haben wir sehr, sehr oft doch in der Sonne irgendwo vor einer Ampel gestanden. Aber jetzt haben wir hier, wie ihr seht, schön freie Fahrt und ist auch nicht mehr allzu weit, bis wir dann am Ziel sind. Und da nehmen wir euch gerne mal mit. Ich denke, da werden wir schon ein paar schöne Aufnahmen hinkriegen. Und Ela, wo freust du dich am meisten drauf? Aufs Essen? Aufs Essen? Ja, Hunger habe ich auch langsam, ja. Ja, ja, Hunger habe ich auch. Also ich denke, was zu beißen werden wir da auf alle Fälle auch kriegen. Und ja, wir haben eigentlich ja so jetzt keine feste Route geplant. Wir werden erstmal die Burg Turrant anfahren. Das ist immer ein schöner Aussichtspunkt da oben. Kann man die Burg schön sich angucken und auch einen schönen Blick über die Mosel genießen. Und hier sieht man, hier verändert sich die Landschaft schon leicht. Hier fängt schon so langsam das Moseltal an. Hat man schon einen guten Überblick. Ich denke, das müsste die Eifel sein da hinten. Und dann haben wir noch geplant, die Mosel einfach mal so ein Stück runter zu fahren, irgendwo noch was zu essen und dann nehmen wir euch natürlich mit. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Wir werden jetzt gleich erst noch mal eine kleine Pause machen, noch mal einen Schluck trinken. Wir haben noch so einen Müsli-Riegel mit und stärken uns noch mal, bevor wir dann die Burg besichtigen. Also dann, bis gleich. Ja, wir machen jetzt hier gerade unsere erste Pause, haben uns mal so einen kleinen Wanderparkplatz hier gesucht und wollen mal ein bisschen was trinken. Prost, Ela. Prost. Und essen noch eine Kleinigkeit und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Bike. Dann geht's weiter Richtung Mosel. Jo, wir fahren jetzt hier gerade zur Burg Turrant. Die letzten Meter liegen hier vor uns. Wir haben da unten eben schon mal angehalten, haben ein paar Aufnahmen gemacht. Und da wollte ich euch jetzt unbedingt hier die schöne Burg noch mal zeigen und vor allen Dingen auch die tolle Aussicht, die man von dort hat. Das ist eine sehr schöne Ecke da oben. Eine feste Größe. Jedes Mal, wenn ich an der Mosel bin, fahre ich diese Burg eigentlich immer an. Ist so ein kleiner Lieblingsplatz von mir. Und hier sind wir dann auch schon angekommen. Die Burg Turrant an der Mosel. Wunderbar.
So, das war jetzt unser Besuch hier bei der Burg Turrand. Echt eine schöne Ecke da oben, also sehr zu empfehlen. Und ja, wir fahren jetzt weiter. Wir wollen jetzt noch mal ein Stück die Mosel runter. Ja, so grob Richtung Ballstein heißt der Ort. Das haben wir uns jetzt mal ausgemacht. Da wollen wir dann auch eine Kleinigkeit essen. Und dann sehen wir mal, was wir noch machen. Ob wir noch mal ein Stück weiter die Mosel runterfahren oder ob wir auf der anderen Seite wieder hochfahren. Wir haben ja, so ziemlich alle Optionen offen hier. Und schauen wir mal, gell? Die Mosel ist ja definitiv eine meiner liebsten Ecken hier in Deutschland. Ich finde die Landschaft hier echt toll. Also ich könnte hier eigentlich jedes Wochenende hinfahren. Und ja, was meinst du, Ela? Gefällt es dir auch oder? Ja. Bist du lieber irgendwo in den Bergen oder am Meer? Also mir ist auch schön. Ja, ich finde hier, das ist so richtig Urlaub. Das strahlt so eine, ja, so ein gewisses Etwas aus irgendwie, ne? Ist schon echt ganz toll. So, jetzt sind wir auch hier unten direkt an der Mosel angekommen. Da fahren wir jetzt links weiter. Richtung Trier, Cochem, Brodenbach. So. Und hier ist doch echt toll, also, ne? Schön im Tal, direkt am Fluss entlang. Die Weinberge um uns rum, Ela. Hä? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist doch echt. Also, wann wird der Wein eigentlich geerntet? Ich glaube, ziemlich spät im Jahr, oder? Ich habe da auch keine Ahnung von. Ob die nicht schon welche schon geerntet sind? Oder? Das kann sein, ne? Wir sind ja nicht so die Weintrinker, ne? Ja. Aber nee, es gibt doch Eiswein und der wird, glaube ich, der wird geerntet, wenn es schon gefroren hat, ne? Muss einmal der Frost drin sein. Genau, also wird er doch relativ spät im Jahr geerntet, ne? Ah, hier, das ist doch ein Traum, ne? Wunderbar. Ja, aber allzu viele Biker haben wir heute noch gar nicht gesehen, ja? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich hätte jetzt auch mit mehr gerechnet. So, jetzt sind wir schon in Brodenbach. Vielleicht kommen die noch, Ela. Die sind jetzt alle am Mittagessen. Ja? Ich glaube, hier habe ich zusammen mit dem Thomas Duckstyle und dem Stefan vom Tor Club mal einen Döner geholt. Das war, glaube ich, hier in dem Ort, in Brodenbach. Und zwar, ich will es jetzt nicht beschreien, das war, glaube ich, hier irgendwo. Hier war der Döner und da unten an dem Ufer, da haben wir dann gegessen. Oh, der will hier rüber, habe ich gerade gepeilt. Siehst du? Du hast dann auf die andere Seite geguckt. Ja. Mal, hier liegen die Bootchen an. Der Yachthafen hier. Jede Menge Yachten. Ah, guck mal, das da hier mit Zelt hinten drauf. Ein Cabrio. Da auch, guck. Wenn es regnet. Ja. Mit Wetterschutz. Ne? Ah, ist ein richtig kleiner Hafen, ne? Ja. Was sind das für Raketen, die da aus dem Wasser gucken? Raketenabschussrampe. Wahrscheinlich. Hier sehen sie doch. Machen wir doch. Da waren sie. Siehst du, wie ich gesagt habe? Die Biker machen mit da. Aber wir wollen uns ja irgendwo setzen, ne? Ja. Und wie findest du so den Komfort hier jetzt auf der ersten richtig langen Tour, die wir so haben hier? Ist doch in Ordnung, oder? Ja. Bei den anderen hätte mir schon der Arsch wehgetan. Ja. Ich finde, hier kann man echt Kilometer mit abreißen, oder?
Ja. Also das ist schon ganz entspannt. Ja. Ich war ja aber jetzt... Da haben wir den Dampfer wieder eingeholt. Ja. Ich war ja jetzt die Tage mit der Yamaha im Taunus und da merkst du es dann schon so nach, ja, so 200 Kilometern, da fängt es an, dass du auf dem Sitz rumrutscht und irgendwo ja, versuchst, eine andere Position zu finden, die bequemer ist. Aber hier, das ist wieder einem auf dem Sofa, ey. Ja. Gucken, hier den Easy Rider mal überholen. Den Pizzalieferant, ja, ne? Captain America hier mit dem Helm, guck. Geht unsere Moseltour jetzt weiter. Wir wollten euch mal ein bisschen zeigen, dass man an der Mosel nicht nur schön am Fluss entlang fahren kann, sondern hier gibt es auch schöne Kurven. Also fahren wir weiter. Auf geht's, Ela. Achtung, fertig. Komme! So, mit Schwung, ne? Aber ich kann dir jetzt vielleicht sagen, wieso das mit dem Auspuff ist, wenn ich draufsteige. Ja. So, und los geht's. Oh, mal schön im zweiten Gang angefahren. War nicht schlecht, die Bunny kann das. Ja, hier haben wir jetzt noch eine schöne Strecke ausgesucht. Man muss auch mal so ein bisschen ja, links und rechts von der Mosel abbiegen. Da geht es halt immer schön die Berge hoch. Und ja, hier haben wir uns jetzt so eine kleine Ecke ausgesucht, wo wir noch mal so ein bisschen fahren wollen. Machen noch mal einen kleinen Umweg, damit wir auch noch mal ein paar Kurven kriegen hier, ne? Ja. So, und Essen, Ela, hat geschmeckt? Ja, das Gulasch war richtig gut. Ja, ich hatte ein schönes Schnitzel mit Pfifferlingen und Bratkartoffeln. Ey, das war allererste Güte, wirklich sehr, sehr lecker. Kann man nur empfehlen, da in Ballstein, ne? Ja, war richtig gut. Ja. Oh, hier ist gut was los, ne? Einmal hoch. Ja, und hier die Kurven, ne? Ja. Das ist schon ganz gut. Ja. Ja, prinzipiell ist das ja hier an der Mosel wirklich ja, für uns gar nicht so weit. Und ja, so ein Tagesausflug hierhin, finde ich, ist halt immer echt eine schöne Sache, weil die Landschaft halt so komplett anders ist wie bei uns. Ne? Und ich finde es immer so beeindruckend, wenn man oben über die Höhe kommt und auf einmal dieses Moseltal da vor sich hat. Ne? Ja. Das ist wirklich so, wo ich oft denke, wow, ne? Das ist so richtig... ja, beeindruckend halt. Ne? So, hier geht's kurvig weiter, Ela. Die nächsten 3 Kilometer ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht sogar noch weiter wie 3 Kilometer. Weil wir biegen ja dann noch mal ab. Laut Navi sind das noch ja, gut 7 Kilometer bis zum nächsten Zwischenziel. Also, da dürften noch ein paar Kurven auf uns zukommen. Jetzt kommen auch so langsam die Biker. Ja, ne? Haben alle jetzt alle gegessen. Haben sie alle Mittag gegessen, ja. Sind alle satt?
Ja, ich brauchte jetzt auch was. Das war schon für mich eigentlich ja, schon grenzwertig. Ne? Guck mal, es war ja fast zwei, ne? Wo wir ja gegessen haben. Also normalerweise esse ich um 12. Ne? Von daher. Ja, um 12. Ja. 12, ja. Das merkst du dann schon. Ne? Aber da haben wir wieder schön den Tank gefüllt, können wir wieder mit Energie die Heimfahrt bestreiten hier. Ne? Aber echt coole Strecken, ne? Ja. Das ist hier schon mehr wie ideal, würde ich sagen. Also benimm dich, gell? Hier kommen jetzt noch ein paar Kurven. Ui! Ui, ui, ui. Ja, wie fällt so dein Resümee aus hier zur Moseltour? Ganz schön. Hat es dir gut gefallen, ja? Ja. Ich finde halt, ja, hier ist so abwechslungsreich. Ne? Du hast unten diese Flusspromenade, sag ich mal, ne? Wo es wirklich ganz, ganz schön gemächlich an der Mosel entlang geht. Du hast hier solche Passagen, wenn du mal links und rechts die Berge hochfährst, ne? Wo richtig Kurven am Start sind. Also das ist schon echt eine ja, abwechslungsreiche Gegend hier zum Motorradfahren. Ja. Viele Spitzkehren, wo es wirklich mal ordentlich rumgeht, ne? So wie hier. Ja. Und ich rutsche dir auf die Quelle. Wo die Ela mir sehr, sehr nahe kommt, gell? Ja. Jo, hier sind wir jetzt wieder an der Mosel angekommen, fahren noch mal ein bisschen dem Verlauf des Flusses entlang und machen uns dann auch so langsam auf dem Heimweg. Ja, Ela, dein Resümee ist ja durchaus positiv hier für die Tour, ne? Die hat es dir gut gefallen, oder? Ja, sehr gut. Essen war gut, Strecken super waren gut, ja, also hat alles gepasst. Ja. Und ja, ich bin auch ganz zufrieden. Wir haben ja, einige schöne Kurven heute durchquert und ja, haben auch noch ein bisschen was vor uns. Und ja, wir wollen aber jetzt hier dieses Video beenden. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Gerne einen Daumen hoch und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.